Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Zusammen mit Grodagrim. Hallo. Und Hawk. Hallo. Und mir, Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, die Pause war ja ein bisschen länger. Wir haben überbrückt, ihr habt es ja gesehen oder auch nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder dabei. Wir haben herausgefunden, was unsere Probleme verursacht hat. Schuld war nämlich eine Mod, die wir installiert hatten, die verhindert hat, dass wir gewisse Dinge einfach herstellen konnten. Wie zum Beispiel mittlere Rüstung. Und ja, wir werden euch mal kurz... Aber sonst geht's euch beiden gut, oder? Was, wieso? Wir werden euch mal kurz zeigen. Wir haben jetzt mittlere Rüstung. Also ich habe zumindest mittlere Rüstung. Die hat Hawk dann jetzt erfolgreich fertiggestellt. Und... Los! Die ziehe ich nicht aus. Die kannst du von meinem toten Körper zerren. Ja, kein Problem. Und die Keule raus. Ja, und diese Keule und auch die Axt, zeig mal die Axt. Genau, die lassen sich jetzt auch vernünftig herstellen. Das ging ja alles nicht. Jetzt können Hawk und Groda vor allem halt auch durch Crafting wieder ihre Erfahrung bekommen und wir können hier weitermachen. Ja. Das Lager da hinten ist fertig. Wir stehen hier auf einer Klippe etwas abseits von unserem Dorf. Hier ist ein neues Haus, wie ihr seht. Es ist sehr groß. Das ist aus dem Boden gestampft. Genau, das ist einfach mal entstanden während der Aufnahmepause. Und wir können einmal kurz durchgehen. Das Wer will hier. Aufzeigen? Oh, ja, genau. Ich sehe, da hinten sind keine die Interessenten. Hast du das? Der Typ mit der Rübennase, kann der mal ein bisschen leiser sein? Ich kann gar nichts verstehen. Entschuldigung. Also vor allen Dingen. So, also das hier ist die Terrasse. Ach, wisst ihr was? Das Haus werdet ihr sicherlich noch im Laufe des Let's Plays einige Male sehen, denn das ist meine neue Residenz. Die ist aber noch nicht eingerichtet, von daher, was soll's. Gut, wir haben uns natürlich überlegt, zu dritt, was wir jetzt machen wollen. Und ja, weiß ich, will einer von euch erzählen, was wir tun? Ja, da sehe ich doch den Groda aufzeigen. Wie? Wieso denn ich? Ja, komm, ich erkläre. Ja, also, erklär wir mal. Haben hier hinten, wenn man hier so schön in die Wüste reinblickt, dort diese Wüste, ich zeige euch das mal. Ich gehe da mal schon mal hin. So, hier runter, da noch ein Stückchen weiter, da sind die Vögel. Also, so in dieser Wüste, in diese Wüstengegend, wo man halt schön am Verdursten oder Vertrocknen ist. Hier kann man mich sehen. Bist du noch da oben? Sehr in schön. Der Wüste, ne? Hast wir können dich sehen, es ist alles wunderbar. Ja, ich bin in, warte, noch ein bisschen. Hier ist ein Vogel. Gut, hier so. Also, hier so in dieser Wüste. Warte, ich muss unterbrechen. Was? Hast du die Wüste erwähnt? Die Wüste, nein, warte mal. Also hier in der Wüste, wo der Sand liegt. Jetzt mal Spaß beiseite und ernsthaft. Also wir wollen hier auf jeden Fall eine Festung bauen. So etwas burgartig vermutlich. Und was ist mit Rasen? Nee, Rasen. Mit Rasen? Naja, vielleicht. Rollrasen. Mal gucken, ob wir den auslegen können oder so. Ja. Wollen wir hier hinbauen und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier so ein richtig geile Festungsteil bauen mit Mauer und Abwehrtürme und keine Ahnung, Palisaden und was weiß ich nicht. Und einem Schlafgemach. Ja, für dich nicht. Du hast ja deine Residenz da oben. Genau, das hier ist das Haus des Burgherren. Und ja normalerweise, wenn du jetzt... Ja, der, also normalerweise schläft der Burgherr im Bergfried. Hm. Du schläfst gleich da hinten in der kalten Erde. So ja, kalt ist die nicht, da strahlt ja die Sonne drauf, wie nichts Gutes. Wir würden diese Festung jetzt anfangen zu bauen, aus diesem Material. Weil mehr können wir Sand. Noch nicht. Aus Sand, ja. Sand. Los, und mach Spucke. Das, mach die Wüste nass, wir wollen eine Sandburg bauen. Aus Sand und Spucke. Genau, aus Sand und Spucke. Wir haben das beste Material, das es hier gibt, noch nicht zur Verfügung. Das sind ja hier, ich zeig's mal kurz, im Talentbaum eigentlich? Oder im Rezeptebaum. Da gibt's auch hier diesen Meistersteinschmied, Metz meine ich. Der hat halt die Möglichkeit, hier noch verstärkte Steinwände zu bauen. Und das geht noch nicht. Dazu müssen wir, wenn wir alles davon bauen wollten, inklusive der neuen Dächer, Level 46 sein. Das sind wir noch lange nicht. Von daher müssen wir natürlich zwischendurch auch noch ein bisschen losgehen. Und wir wollen auch noch Höhlen erkunden. Das werden wir alles noch mit euch zusammen machen. Aber heute würde ich sagen, legen wir mal so die ersten Grundsteine für die Festung, oder? Ja, also sprich Fundament. Ja. Hast du auch was gezeichnet? Ja, Groda meinte, ich sollte das ja vorher aufzeichnen, aber sowas Pipi-mäßiges machen wir hier nicht. Groda, da kommt Besuch für dich. Wo? Was? Groda ist der für mich. Ey! Wo kommt der her? Wieso kommt der einfach so auf mich zugerannt? Aus dem Nichts!
Achso, ja, wir müssen dann auch noch die neuen Mods vorstellen, da wir die alten beheben mussten. Ne? Also sehr gut, dass du sagst. Hätte ich nämlich jetzt fast vergessen. Ja, Schande! genau die Mod, die uns nämlich das Leben hier so vereinfacht hat, die ist nämlich kaputt gegangen. Oder die hat die Fehler verursacht. Das ist die mit den 500 Items in einem Stack. Jetzt haben wir eine neue Mod aktiv, die sogar bis zu 1000 Items ermöglicht. Deswegen sind jetzt hier auch 700 Bricks zum Beispiel. Das ist... ja, das ist das eine. Und zum anderen wird dadurch das Gewichtslimit allerdings auch aufgehoben. Das ist uns jetzt aber wurscht. Und um eine Festung zu bauen, eigentlich auch sogar sehr zuträglich oder hilfreich, weil da werden wir sicherlich einiges an Stein und Material hinschleppen müssen. Dann haben wir noch eine weitere Mod, die auch wieder mehr Level ermöglicht. Allerdings jetzt statt 75 sind es irgendwie 78. Und ja, die komplette Modliste, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Wenn ich dran denke, das mal zu aktualisieren. Genau. Ich gehe schon mal. Moment, ich baue jetzt erstmal ein paar Fundamente, ne? Weil mit Fundamenten fängt es ja an. Da brauchst du ja auch schon hier gebackene Steine, also Dings, ne? Ja, ja. Ich baue jetzt Fundamente, ich sag mal so 20, 30 Stück erstmal. Und ja, aber alle doch in dem mit diesen. Also muss man die Steine nicht erst backen? Also quasi. Ja. Ich hab, bei mir in den Ofen reinstopfen? Ja, ich habe gebackene Steine, also Bricks im Inventar. Pass auf, die Bricks kosten diese Eisenverstärkungen, dann das geformte Holz und Bricks, also Steine, Ziegelsteine. Boah, das ist ganz schön viel, ne? Das ist ganz schön teuer, ja, stimmt. Aber für 30 Fundamente sind wir jetzt von 700 auf 400 Bricks runter. Aber gut, geht ja nun mal nicht anders. Also quasi ist mein Job bei mir an der Schmiede Steine und Dingens, also quasi Abfarmen von Eisen und Steine und dann daraus halt eben ja hier diese Verstrebungen zu machen und so weiter. So ist es. Okay. Sollen wir eben mal gemeinsam rund... Ach, das ist ja ganz schön wellig hier, der Boden. Von oben sieht das alles so glatt aus. Ja, dann sucht ihr halt eine andere Ebene aus, wo es besser ist oder so. Ja, ich fürchte, dass es nirgendwo wirklich ganz gerade ist, aber ich glaube... Ja, so ein bisschen Ausebene müssen wir wahrscheinlich... Ja, da musst du, ich wollte gerade sagen, da musst du so ein bisschen... also sei mal flexibel. Kannst du so tief wie möglich machen, also anfangen und dann irgendwie sonst noch mal... Ja, weiß nicht. Ich würde am höchsten Punkt anfangen zu bauen und da die Steine ganz flach auf die Erde setzen. Du weißt ja, wir brauchen so Stufen nach oben, so in die Burg rein, weißt du, so... Ne? So wie man es kennt, so Stufen hoch und dann so kleine Plattform und dann gehst du erst in die Burg rein, weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe ich. Das wäre natürlich richtig pornös, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Kann man sagen, ja. Ich versuche mal, ich würde mal kurz ein Experiment machen hier. Wenn ich hier, also ich würde sagen, das hier ist ungefähr der höchste Punkt. Wenn ich hier jetzt das Fundament setze und das gerade so hoch mache, dass es minimal rausragt aus dem Boden, also... Ich würde schon sagen, so. Kurz gucken, jetzt wird es natürlich wieder dunkel. Das ist natürlich ganz klasse. Aber so wird das dann aussehen. Hast keine Fackel? Sicher. Immer dabei. Jetzt muss ich noch mal ein paar Fundamente setzen, ob das hier eine noch... Fackel. Ja, das ist ja gerade der Witz. Aha. Ist schon zu tief. Hier kommt der Sand schon ganz unglücklich raus. Das heißt, der höchste Punkt... dieses Hügels, der ist eigentlich hier, diese Kachel. Das heißt, die lassen wir jetzt mal stehen. Dann reiße ich die anderen Fundamente wieder ab. Ist alles teuer am Material, macht aber nichts. Wir haben es ja. Oh ja, ja. Groda sammelt ja jetzt fleißig, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ja, ja, ich sammle jetzt Stein und Eisen und daraus, das werde ich dann halt dementsprechend bearbeiten. Wenn ihr... daraus ja. Was? Wenn ihr auch Holz sammeln würdet, dann könnte ich danach, ich hab doch gewusst, irgendwas schleicht sich an. Wenn ihr Holz sammelt, dann kann ich daraus auch wieder geformtes Holz herstellen. Könnt ihr mir in die Werkbank schmeißen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch auswählen könnt, aber ich glaube nicht, ne? Nee, das kannst du. Du kannst zwar reinschmeißen, aber das Craften, das kannst, glaube ich, nur du. Kein Problem, dann komme ich gleich mal rauf und mach das mal. So, also. An diese Stelle jetzt das Fundament und das muss ein bisschen höher. Was mir gerade auffällt? Ich habe kein Leder. Ich muss alle meine Talentpunkte wieder neu verteilen. Ja, das wird ja permanent und andauernd immer mal wieder zurückgesetzt. Also ja, da musst du doch mittlerweile gewohnt sein, oder nicht? Ja,
Nerf. Wir bauen Dinge, jetzt zuerst die Festung, Sau. Ist das richtig? Ja. Wie groß? Groß? Ja, das ist nämlich das Ding, deswegen, ja, ich hab nur Ohrwurm, wegen dir. Wir machen ein kleines Spiel, wenn ich nachher anfange zu summen, eine bestimmte Melodie, ihr dürft alle mitraten, was für ein Titelsong das ist, von wem das ist, so. Ich glaube, das kennen nicht viele, glaube ich nicht. Das ist egal, das ist, und wenn das keiner kennt, ist mir auch egal. Wobei, es sind ja nicht die jüngsten Zuschauer hier, glaube ich, ne? Wenn ich das so mitgekriegt habe. Nee, das, ja gut, der Altersdurchschnitt ist ganz okay. Hallo, aber willst du unsere Zuschauer beleidigen? Nein, um Gottes Willen, das absolut nicht. Ihr seht auch nicht mehr. Nein, also nein, das wollte ich wirklich nicht. Es tut mir leid. Könnt ihr mir verzeihen? Nein. Ach, bin ich Lustgrotte mit dir. Ach, warum? Yippie! Ich will doch nicht. Yippie! Nee, ich kann da keinen Stein mehr ansetzen. Warum? Wieso ist hier kein... Doch, es geht. Wieso ist hier kein Leder in der Lederei? Leder in der Lederei. Was schreibt mir denn hier an? Ich nicht. Ein Vogel! Machen rot. Gaga! Hab ich mich erschrocken. Ein Vogel ist doch vollkommen uninteressant. Was ist mit dir? Ja, ich stehe aber im Busch, ich sehe nichts und ich höre nur... Hock die Buschfrau. Hinterrücks attackiert von einem Vogel. Also interessant ist, die Leiche ist jetzt weg. Die Taube kam unerwartet aus dem Hinterhalt. Sie stürzte sich vom Felsen hinab auf das ahnungslose Weibchen. Wollte es begatten. Hör mal, du hast schon wieder Fantasien. So, ich komme jetzt erstmal zurück. Es ist nämlich stockduster, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe keine Materialien mehr. Gerade angefangen, schon wieder kein Material mehr. Was ist denn mit dir schon wieder? Der Knabe, der verbaut einfach alles. Ihr könnt ja gleich auch schon mal von oben runterschauen, wie ihr meint, ob das jetzt groß genug ist für eine Festung. Ich glaub's zwar noch nicht, aber wir müssen auch so ein bisschen aufpassen. Denn die Steine, die Fundamente, die können nur eine bestimmte Höhe haben. Das heißt, wir setzen irgendwo an und wenn du dann immer weiter rausbaust und der Boden wird dann abschüssig, dann ragt ja das Fundament immer weiter raus. Es darf aber nur bis zu einer bestimmten Höhe rausragen. Ja, ich verstehe schon. Gut. Ja gut, da kannst du ja aber zur Not dann ganz normale Böden machen mit Pilast drunter, ne? Und dann nachher mit Wänden verkleinern. Das sieht jetzt genauso aus wie ein Fundament. Richtig, ja. Was ihr habt schon ganz schön viel Holz gesammelt, finde ich. Also noch gar nichts. Das ist in meiner Werkbank. Hallo? Ja, für Holz war ich auch nicht zuständig. Ich bin für Stein und Eisen zuständig. Bin ich auch gerade noch am Stein hacken. Ne? Also wir müssen ja mal hier die Arbeit noch gerecht verteilen. Ja, dann, wenn wir die gerecht verteilen, dann mache ich jetzt die Kamera und ihr spielt erstmal eine Weile. Gut. Wegen spielen und so. Das ist Arbeit, ne? Das ist harte Arbeit hier. Ja, ich muss ja auch hier Steine klopfen und Metall klopfen. Vor allen Dingen. Ja, was machst du denn mit den Steinen? Schlagen. I am a dwarf and I digging a hole. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieiei. So, also. Holz wird dran geschafft. Digi hol. Digi Metall. Und Stein. Momentan Stein. Voll Metall. Was immer ihr nehmt, ich möchte was davon. Nee, ich glaube, das ist nicht so gut für dich. Ich glaube, das. Nee. Weißt du, das verträgt mein Körper nicht, ne? Nee, da bin ich eindeutig zu schwach für, ja. Nein, ganz klar. Ja, ich kann halt eben nicht so männlich sein wie Hawk oder Groda. Das geht natürlich nicht. Ich vor allen Dingen. Männlich, ja. Ich bin doch die Frau hier. Ey, ist mein Baum geweckt. Sprich doch weiter. Ich finde, das ist sehr rollenspielmäßig. Ja, magst du das? Oh Gott. You can touch me, tralala. Bitte!
Unfassbar. Alle Grenzen fallen jetzt hier in diesem Video. Alle Hemmungen sind einfach erlossen. Wir sind einfach ausgelassen und froh, weil wir wieder Kronen spielen können. Ja. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich rede die ganze Zeit immer mit der Fackel da rum, wo sagst du nichts? So, wo soll am Holz bei dir die Wegbank oder was? Nee, natürlich. Ja, was denn jetzt? Ja, sicher, wohin denn sonst? Oder Werkbank, ich trage das jetzt alles zur Werkbank. Oh, ist eine Werkbank drin. Ich sei glücklich. Und lass mich zufrieden. Hier sind aber noch mehr Bäume, du kannst doch mal eine Runde machen. Ach so, ja. Ich bin, dass ich hier nochmal ein bisschen Leder erstelle. Ich bin ja froh, dass wir hier überhaupt Bäume haben. Also, dass wir hier diese Oasen gefunden haben, ist ja ein Glücksgriff gewesen. Ja. Eindeutig, ja. So, und unsere kleine Siedlung hier am Wasser, die bleibt natürlich bestehen, also die Häuser reißen wir nicht ab. Auch wenn da hinten jetzt ein neues Haus steht und wir natürlich auch noch weitere Gebäude errichten, das bleibt hier immer stehen. Das ist unsere, ja, nicht unser Ursprung, der ist ja eigentlich noch ganz am Anfang, aber das hier ist halt so unsere erste Niederkunft. Unterkunft. Verhungerst. Heimat. Ich verdurste, ja. Heimat, verdursten, irgendwas. Ja. Mhm. Ihr wisst ja Bescheid. Ihr wisst ja, was ich sagen will. Ja. Klar. Also, ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Kannst du das nochmal erklären, bitte? Ach, hör doch auf. So, hier ist aber tatsächlich eine Menge Holz angekommen jetzt. Ich baue auf jeden Fall mal für jeden. Ja, oh, so bin stopp, ich. Stopp. Wer möchte ein Double Bed haben? Ein Doppelbett. Also du und Groda doch auf jeden Fall, oder? Was? Ich kann Doppelbetten herstellen. Also allerdings breite Betten. Genau, ich brauche dafür allerdings Zwirn und Hide. Wer möchte? Also ich würde sagen, lass uns das eher auch für die Burg aufsparen. Ich wollte gerade sagen, dann kannst du dir auch später in die Burg reinzimmern. Ja, aber ich kann die ja schon mal bauen, die Betten. Das ist ja... Ja, aber ja, dann bau doch halt mal ein Bett. was ist das denn? Ich mein, du kannst das Bett auch einfach bauen und irgendwo in die Lustgrotte reinstellen. Ich meine, da ist ja auch das Handwerk... was? Ein Kochineal. Wieso haben wir denn hier einen Skorpion? Bam! Spinnen brauche ich. Brauchst du Sekret, Apropos Spinnen. Nein, ich brauche Spinnenweben. Apropos Spinnen, habt ihr was dagegen, wenn ich mal kurz eine Spinnenerkundungstour mache? Wir haben hier irgendwo eine Spinnenhöhle mal gesehen, da wollen wir auf jeden Fall nochmal rein. Auf jeden Fall. Du kannst jetzt auf jeden Fall mal so Spinnen suchen, die jetzt draußen rumlaufen. Wurden wir nicht. Was? Werdet ihr auf eure Karte angezeigt? Moment. Nö. Tatsächlich werde ich nicht. Ach, du schon. Ja, das heißt, da ist. Nein, verloren in den unendlichen Weiten. Wieder eine Mod kaputt. Ja, ist leider so. Müssen wir uns eine neue Mod für besorgen. Toll. Ja. Ach, Moment, ich wollte ja neues Material. Ich brauche ja für die Steine. Jetzt weiß ich auch, warum ich zurückgekommen bin. Ich brauche Eisenverstärkungen. Jo, sind in der Schmiede. Sehr schön. Hab ich nichts mehr zu tun. Aber ich müsste sowieso mal auf Tour gehen. Das tue ich einfach mal. Ich verlasse euch mal, weil ich brauche Lieder. Ja, dann verabschieden wir uns hiermit von dem Hawk. Alles klar. Einen schönen Tag noch. Es war schön, mit dir zu spielen. Bis auf immer wieder. Oder auch nicht. Boah. Also ich würde sagen, es muss größer. Wie viel größer würdest du sagen? Du hast jetzt. Warte mal, du hast 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel? Ist er 8x8 oder ist das? Ich hab nicht mitgezählt, es war dunkel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal. 2. 1, 2, 3, 4. 8 mal 9, ist das eine komische Zahl. Ja, es sollte rechteckig sein und nicht quadratisch, deswegen hatte ich das so... Lieber Airfall hier, hey, ja. Also ich hätte gesagt, das sollte schon dann 12x12 werden. 12? Was? Boah, das ist sehr groß. Ja, geht dann eine Festung oder was? 12x12? Ja, aber denk daran, dass noch eine Mauer drumherum muss und, ich sag mal, Wirtschaftsgebäude im Inneren. Ja, 12x12. Ja, okay, also 12x12. Denke ich.
Aber das ist ja dann rechteckig. Das ist nicht rechteckig. Und dann... Achso, du willst rechteckig haben. Ja, dann machst du, weiß ich, 16 mal 12 oder was. Und dann kannst du ja irgendwie an den Ecken noch so zwei Türme machen, weißt du, so Aussichtstürme, so Verteidigungstürme. Ja. Müssen wir auch noch bedenken, wir wollen eine Festung haben, ne? Ja, ja, du hast recht, klar. Oh, wo ist der Skorpion jetzt da? Also, ich würde sagen, machen wir ruhig schon ordentlich groß. So. Also das Material, ne? Das, vor allem das geformte Holz, das dauert jetzt so lange. Von dem Rest habe ich ein bisschen was. Sonst brauchst du eine zweite Werkbank. Ja, war nämlich jetzt auch mein Gedanke. Schmieden haben wir, also Schmieden sei schon, Schmelzofen haben wir 6 Stück, glaube ich. Wie viel hast du da stehen? Ja, 6 Stück, das reicht. Und dann stehen noch 2 Stück vor Dr. Wolfs, jetzt seine Althütte. Ja, eben. Ich weiß gar nicht, warum die da oben rumstehen. Wieso stehen die da? Ja, wegen der Bricks, die ich da eingeschmolzen hatte. Das ist so fies, dass man jetzt nicht sieht, wo man ist, ne? Kann ich mich nur ein bisschen so an der Gegend orientieren, aber es ist irgendwie cool. Es hat auch wieder was. Ja, ich bin beim Busch links. in der Ecke, da weißt du schon, bei dem Berg. Hier unten rechts, da mehr mittig von der Karte. Da, wo der Elefant steht. Ja, da, wo der Lilane. Oh, also da kommt man ja jetzt definitiv schon nicht hoch. Von daher passt das ja auch. So, also das wäre jetzt die neue Grüße. Meine Kehle ist völlig ausgedorrt. Mal einen Schluck trinken. Wo ist ich bin jetzt hingelaufen? Was zur Weg. Hölle? Die habe ich gegessen. Sehr schön. Material schon wieder leer. Das wird eine Rennerei. Also, ich glaube... Welches Material? Ja, ich... Alles. Nein, ich brauch geformtes Holz. Ja, das habe ich nicht. Da ist schon wieder so ein hässliches Ding. Das liegt nicht in meinem... Nicht in meinem Bereich. Das ist nicht meine Abteilung. Ja, ohne Witz, ich werde jetzt eine Werkbank da unten hinbauen. Bin tot. Ist doch nicht dein Ernst. Da geht der einmal alleine los, ne? Einmal alleine los. Folgende Situation. Ja, das versuche ich jetzt mal zu erklären. Ich sehe Spinne. Ja. Spinne rennt weg. Ja. Zwischen mir und Spinne ein Krokodil. Ja. Ich natürlich dann Krokodilplatt gemacht. Das, natürlich. Ne, musst du ja erst das Krokodil töten. Als ich gerade mit im Kampf war, kommt von hinten eine Spinne. Als ich die beiden dann also an mir hatte, kam von der Seite noch eine Spinne. Dann waren 2 Spinnen, ein Krokodil und das war too much. Tja. Doof. Und was lehrt uns die Geschichte? Alleine gehen lohnt sich nicht. Gehen wir jetzt unter den Dichtern so. Die Philosophen. Ja. Er ist ein Poet. Sein oder nicht sein? Tja, in dem Fall natürlich nicht sein. Ja. Ja gut, war ja nicht so weit weg, da kann ich nochmal schnell hinlaufen. Das ist ja alles gar kein Problem. So, Einweihung Haus. Das erste Möbelstück bezieht die neuen Räumlichkeiten. Oh mein Gott. Es ist eine Werkbank. Schon wieder. Als hätten wir nicht noch genug Werkbänke. Nee, eine Werkbank. Ja. Haben wir doch schon in deiner Hütte da hinten, oder? Ja, eine, ne? Ja. Jetzt haben wir noch eine in deinem großen Palast. So ist es. Plast. Hansaplast. Boah, mal auf solche Schleichwerbung machen, ey. Tja. Für die jegliche Werbung oder Schleifwerbung kann ich nichts. Die kommt einfach so raus. Ich denke auch heute nicht mehr. Ich mache einfach nur. Na, da kann halt nichts werden. Wieso? Ich hack Kohle. Ich hacke einen Truthahn. Ein Gubbel? Vogel. Baum. Boah. Was ist bloß los? Oh, Krokodil hätte ich fast gesagt. Das ist ja gar kein Krokodil. Ah, hervorragend. Ich habe Spaß mit mir alleine. Ja, Mann.
Spaß mit das, Thomas. Was du? Jetzt okay, liebe Zuschauer, an dieser Stelle blenden wir leider aus und zeigen die Werbung. Ich war hier am Metall am Abarbeiten und dann kam ein Skorpion. Am Abbauen. Nenn's wie du willst. Hm? Und dann kam ein Skorpion und was sage ich? Ein Krokodil. Dann musste ich ja lachen, weil es ja ein Skorpion war. Ah, lustig. Ja, ich weiß, es ist nicht so witzig, wenn man nicht dabei gewesen ist. In der Tat. Aber schön, dass du es erkennst. Ich habe Spaß gehabt. Wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe Spaß mit mir alleine. Also von daher. Ja, mit dir selbst, nicht mit dir alleine. Das ist unterschiedlich. Mein Gott. Mimi. Du hast angefangen. Ja. Das ist ja wie, kennt ihr im Internet diese ganzen Rechtschreib-Nazis, wenn ihr in irgendwelchen Foren unterwegs bist. Und das wird aber nicht so geschrieben. Oder man schreibt das oder das mit falschem SS oder nur S. Und oh, jetzt habe ich SS gesagt. Das ist wahrscheinlich genau wie Nazi eigentlich verboten auf YouTube. auf YouTube, das ist auch nicht schlecht. Herzlich willkommen auf YouTube. Ja, auf jeden Fall gibt es ja immer die Leute, die andere da belehren müssen. Ach so, Leute, muss es aber gehen, weißt du doch. Ja, sonst hätten wir ja auch keine Polizisten. Oder die gemeine Politesse, ne? Kennt ihr dieses in der Wildnis lebende Geschöpf? Was? Die Politesse. Vor allen Dingen in der Wildnis. Da draußen auf den rauen Straßen dieser Welt. Okay, aber ich glaube, das soll's für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Mach's gut. Ja, genau. Ciao. Ciao.